Die sechs Säulen des Glaubens. Erste Säule ist der Glaube an Allah. Zweite Säule ist der Glaube an die Engel. Dritte Säule ist der Glaube an die Bücher. Viertens der Glaube an die Propheten. Fünftens der Glaube an den jüngsten Tag. Und sechstens der Glaube an das Schicksal im Guten sowie im Schlechten. Und die erste Säule der Glaube an Allah, und dieser erfordert vier Voraussetzungen. Erstens der Glaube an die Existenz von Allah, und dieser wird umgesetzt mit vier weiteren Punkten. Und zwar, dass man mit dem Verstand den Glauben an Allah akzeptiert, denn dieser schließt es aus, dass es etwas Vorhandenes und Geschaffenes geben kann ohne einen Schöpfer. Denn Allah sagt im Koran: Oder sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen worden, oder sind sie gar selbst die Schöpfer? Dann ein weiterer Punkt ist mit der eigenen Empfindung. Die spürst du bei Bedrücktheit oder bei Erschwernis. Wenn du aber deine Hände zum Himmel hebst und sagst: O Herr, so findest du, dass diese Bedrücktheit verschwindet mit der Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Der dritte Punkt ist mit der natürlichen Veranlagung, mit der Fitra. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen sei auf ihm, sagte: Jeder Neugeborene wird auf der natürlichen Veranlagung Islam geboren. Dann machen seine Eltern aus ihm einen Juden oder einen Christen. Der Hadith ist überliefert bei Bukhari und Muslim. Und der vierte Punkt ist durch die Offenbarung. Der Gelehrte Ibn al-Qayyim rahimahullah erwähnte, dass es keinen Vers im Koran gibt, der nicht auf den Tawhid hinweist. Dann die zweite Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung des Glaubens an Allah ist der Glaube an den Tawhid ar-Rububiyyah, die Vereinheitlichung Allahs in seiner Herrschaft. Die dritte Voraussetzung ist der Glaube an den Tawhid al-Uluhiyyah, die Vereinheitlichung Allahs in seiner Anbetung. Und viertens, es ist der Glaube an den Tawhid Asma'i wa Sifat, also die Vereinheitlichung Allahs mit seinen Namen und Eigenschaften. Die zweite Säule ist der Glaube an die Engel. Die Engel sind für uns in einer verborgenen Welt, und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie aus Licht erschaffen. Sie gehorchen Allah und widersetzen sich ihm nicht. Sie besitzen Seelen, wie es im Koran heißt, der Heilige Geist. Und sie haben auch Körper, wie Allah sagt, der die Engel zu Gesandten gemacht hat mit Flügeln je zwei, drei und vier. Er fügt der Schöpfung hinzu, was er will. Ebenfalls besitzen sie einen Verstand und ein Herz. Der Allah sagt: Und wenn dann das Schrecken von ihren Herzen genommen ist, sagen sie: Was hat euer Herr gesagt? Wir glauben an sie in ihrer Gemeinheit und an einige im Speziellen, deren Namen Allah uns nannte, wie zum Beispiel Jibril, Mikail, Israfil. Und wir glauben an ihre Eigenschaften. Allah sagt: Die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird. Weiterhin glauben wir daran, dass sie bestimmte Aufgaben vollrichten, wie zum Beispiel, dass einige von ihnen den Thron Allahs tragen. Und wir glauben an alle Nachrichten über sie, die uns korrekt überliefert worden sind. Die dritte Säule ist der Glaube an die Bücher. Es ist verpflichtend, daran zu glauben, dass alle Bücher ursprünglich, also wie Allah sie herabgesandt hat, wortwörtlich Allahs Worte sind.
Diese Bücher sind herabgesandt worden und nicht von Geschöpfen erschaffen. Die sind nicht von Geschöpfen erschaffen worden und Allah entsandte mit jedem Gesandten ein Buch. Weiterhin glauben wir an sie im Allgemeinen und an Geschichten, die sie enthalten und die Urteile, die darin vorkommen, sofern diese Urteile nicht aufgehoben wurden. Im Besonderen glauben wir daran, dass der Koran alle vorherigen Bücher aufhebt und ersetzt. Zu den Büchern, die er aufhebt, gehören etwa die Tora, die Evangelien, also die Bibel, die Psalmen und die Tafeln von Ibrahim und Musa. Die vierte Säule ist der Glaube an die Gesandten. Wir müssen daran glauben, dass alle Gesandten Geschöpfe sind, denen nichts von der Herrschaft Allahs, also der Rububiyya, zusteht und dass sie Diener sind, denen nicht gedient wird. Allah hat sie entsandt, ihnen offenbart und ihnen mit Wundern geholfen, dass sie bestätigt werden. Sie haben ihre auferlegten Aufgaben und Verantwortungen erfüllt und ihre Gemeinschaften ermahnt und ihre Botschaft überbracht. Ebenfalls haben sie sich für Allah subhanahu wa ta'ala bis auf das Äußerste angestrengt. Wir glauben an sie im Allgemeinen und im Speziellen, an diejenigen, deren Namen uns Allah nannte, und an ihre Eigenschaften und Geschichten. Der erste Prophet ist Adam alaihi salam und der erste Gesandte ist Nuh alaihi salam. Und das Siegel und der letzte Gesandte und Prophet ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen seien auf ihm. Ebenso glauben wir daran, dass alle vorhergehenden religiösen Gesetze, die Allah den Menschen gab, aufgehoben wurden und ersetzt durch die Scharia des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind. Weiterhin glauben wir an fünf besondere Propheten, die im arabischen Ulu al-Azam Besitzer fester Entschlossenheit heißen. Deren Namen kommen in der Sura Ashura, in der Sura Al-Ahzab und die sind Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa und Isa alaihim as-salatu was-salam. Und die fünfte Säule ist der Glaube an den jüngsten Tag. Die fünfte Säule, der Glaube an den jüngsten Tag, diese umfasst den Glauben an alles, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtete, was nach dem Tod passiert. Dazu zählt die Befragung des Toten in seinem Grab, das Blasen in das Horn, das Auferwecken der Menschen von ihren Gräbern, die Waagschalen, die Tafeln, der Brückenpfad, das Becken, die Fürsprache, das Paradies, die Hölle und die Gläubigen ihren Herrn am jüngsten Tag sehen, sowie weitere Dinge des Verborgenen. Und die sechste Säule ist der Glaube an das Schicksal im Guten sowie im Schlechten. Und diese Säule muss den Glauben an vier Punkte beinhalten. Erstens das Wissen. Der Glaube daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala über alles im Allgemeinen und in allen Einzelheiten weiß. Dann zweitens das Vorgeschriebene. Der Glaube daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala alle Vorherbestimmungen bis zum jüngsten Tag in einem festgesetzten Maß aufschrieb. Dann der Wille, der Glaube daran, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas will, dass sich dieses ereignet. Und dass wenn Allah etwas nicht will, dass sich dieses auch nicht ereignet. Ebenfalls hat der Mensch einen Willen, aber dieser Wille fällt unter den Willen Allahs. Der vierte Punkt ist die Schöpfung. Der Glaube daran, dass sowohl der Mensch als auch seine Taten sowie die anderen Geschöpfe erschaffen sind. Und der Beweis sind Allahs Worte. Allah sagt, Allah ist der Schöpfer von allem
Und ebenfalls sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wodurch Allah euch und das, was ihr tut, erschaffen hat. Und diese vier Punkte fasste der Dichter in einem Vers wie folgt zusammen. Wissen, Vorherbestimmung, unser Herr, sein Willen und seine Schöpfung gestalten und erschaffen.